Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Mod Review zu dem Modpack Stranded Survivors. Und ich befinde mich hier auf der wunderschönen Map, die ich gerade neu generiert habe. Und ja, es ist hier schönes Sonnenwetter. Und ich habe ja ein kleines Haus gebaut. Und ich werde euch heute den tollen Mod Antiken Atlas auf Deutsch ausgesprochen zeigen. Darum geht es halt generell um ein Atlas oder eher gesagt um eine Minimap. Aber nicht eine Minimap, die man hier so oben, jetzt hier rechts oben im Bild sieht, sondern halt eine Minimap, die viel geiler ist, wie ich finde. Und deswegen habe ich das Mod auch reingenommen, gerade weil es einfach nicht nur so eine Minimap ist, sondern man sich hier zum Beispiel den Atlas erst craften muss. Ziemlich einfach, Kompass und nichts sonst. So, dann hat man hier den Atlas und man muss wie bei einer Map einfach nur Rechtsklick machen. Und dann hat man seinen antiken Atlas. Rechtsklick und man sieht, was man so sieht. Ich finde das ungeheuer cool. Also es ist generell halt eher so schematisch gehalten. Dann gibt es hier also, ich glaube, drei verschiedene. Das steht für Plains, dann halt Bäume und dann noch andere Bäume, also Fichten und Wasser. Aber ich finde das übertrieben cool. Weil es halt erstens sehr hilfreich ist, quasi eine Minimap ist, aber eine Minimap, mit der ich leben kann, weil ich mag viele Minimaps gar nicht so, weil ich finde es einfach zu krass, wenn man schon von Anfang an und direkt ohne irgendwas gemacht zu haben, einfach schon alles sehen kann. Und wenn man jetzt hier einfach rumläuft, ist es so, wie eine normale Map, nur dass sie auch jetzt erstmal ziemlich groß ist, man kann raus und rein, so, man kann jetzt so hin und her gehen, es ist riesig. Hier sieht man auch so die Größe und man kann ja auch Export Image machen und hier halt Reset Position. Export Image kann man, glaube ich, hier habe ich gemacht und dann ist bei mir abgestürzt, also habe ich jetzt einfach mal halt weggelassen. Und man kann jetzt hier noch Marke hinzufügen. Ich habe jetzt zum Beispiel schon Marke Haus hinzugefügt und wenn ich jetzt hier mal, ist das Wasser? Gucken wir nach, ob das Wasser ist. Ja. Oh oh. Batsch. So, jetzt sind wir hier unter Wasser. Oder auch nicht mehr. So. Und dann können wir uns sagen, ja gut, wir machen jetzt mal hier unten nochmal einen Marker hinzu. Und dann klicken wir doch mal. Guck mal, jetzt können wir hier hinklicken. Wups. Und dann sage ich jetzt mal Fluss. Ne? Weil es ja Fluss ist. Und dann habe ich den Marker hinzugefügt. Und ich finde diesen Mod einfach übertrieben cool. Es ist nicht einfach nur so eine Minimap, wie ich schon erwähnt habe, sondern auch wirklich mal so eine spielintegrierte Map. Ein bisschen viel besser als die normale Minecraft-Map. Und auch viel praktischer mit diesen Wegpunkten, die man sich hinzufügen kann. Und halt auch viel größer. Aber trotzdem nicht so übertrieben und nicht so einfach alles zu machen. Und auch, ich mag diesen Style mit diesem einfach nur schematisch zeigen, was da ist. Und halt wie eine antike Map, wie der Mod halt auch schon sagt. Und deswegen ist er auch im Modpack drin. Und ich danke fürs Zuschauen. Das war's mit der ersten Folge. Nächste Woche kommt ein anderer. Nächste Woche. Morgen. Übermorgen. Vielleicht. Wenn es klappt, kommt ein neuer Mod. Und ich glaube, das wird schon wieder etwas größerer Mod. Ich danke fürs Zuschauen und ciao.